Ja, vielen Dank. Ich darf heute einen kurzen Einblick in meine Masterarbeit geben. Also unsere Räume sind beeinflusst von verschiedenen Trends und Faktoren. Diese Trends beschränken sich nicht nur auf Österreich, sondern sind teilweise auch globale Phänomene mit globaler Reichweite. Und von welchen Trends spreche ich jetzt zum Beispiel? Also im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich speziell mit 8 dieser raumwirksamen Trends beschäftigt. Die Bezugsebene waren dabei ländliche Räume in Österreich. Beispielsweise waren da unter Betrachtung der demografische Wandel, der Klimawandel, der Trend zur Höherqualifizierung, verschärfter Standortwettbewerb oder auch die Armuts- und soziale Ausgrenzungsgefährdung. Und im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung ist es wichtig, all diese Faktoren mitzudenken bei der Entwicklung auch von ländlichen Räumen. Und ein Programm, das sich eben mit diesen Faktoren auch beschäftigt und die ländliche Entwicklung stärkt, ist das LEADER-Programm. Das ist eine Gemeinschaftsinitiative, die 1991 eingeführt wurde von der Europäischen Union. Und sie hat das Ziel, eben innovative Aktionen im ländlichen Raum zu fördern, um auch die ländliche Wirtschaft eben zu stärken. Und es schließen sich Gemeinden zu einer Region zusammen und erstellen dann eine Entwicklungsstrategie, wo sie eben Ziele festlegen, die sie erreichen wollen und dann auch Maßnahmen und Projekte, die sie dann eben umsetzen wollen, um diese Ziele eben zu erreichen. Und sie müssen dann auch den Erfolg dieser Maßnahmen dann auch noch messen. Und was war jetzt meine Idee dahinter oder was wollte ich wissen, ob jetzt LEADER auch wirklich einen Beitrag leisten kann zu dieser Entwicklung und auch zur Abmilderung dieser Herausforderungen? Und inwiefern ein Bewusstsein für diese Trends in den Regionen vorherrscht. Und ich habe das eben so gemacht, dass ich mich mit der Literatur beschäftigt habe, dann auch eine Dokumentenanalyse eben dieser Strategien, dieser Fahrpläne gemacht habe und auch Interviews mit den LEADER-Managerinnen in den Regionen durchgeführt habe. Und welche Regionen waren das jetzt? Also in der aktuellen Periode, die noch bis 2020 geht, gibt es in Österreich 77 LEADER-Regionen. Das hat ein bisschen den Rahmen gesprengt, deswegen habe ich mich auf 6 LEADER-Regionen konzentriert. 2 in Oberösterreich, 2 in Niederösterreich und 2 im Burgenland. Diese haben Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Also man sieht, flächenmäßig sind sie zum Beispiel unterschiedlich. Gemeinsam haben sie die periphere Lage, eine Strukturschwäche. Sie unterscheiden sich oder sie haben auch gemeinsam, dass vor allem sie von Abwanderung junger Personen betroffen sind. Sie haben eine niedrige Bevölkerungsdichte und ja, die Bevölkerungszahl nimmt insgesamt ab. Ich habe dann eben diese Strategien, diese Fahrpläne analysiert in Bezug auf diese raumwirksamen Trends, also ob in den Strategien auf die Trends eingegangen wird und auf die Herausforderungen. Habe mir dann auch angeschaut, welche Projektideen in den Strategien schon vorgeschlagen werden. Und habe dann eben, wie gesagt, Interviews durchgeführt, um persönliche Einschätzungen auch dieser LEADER-Manager zu bekommen. Habe dann bei den Interviews auch gefragt, vor welchen Herausforderungen sie in den Regionen stehen, welche Maßnahmen und Projekte sie vorsehen für die Periode und auch wie sie mit dieser Wirkungsorientierung umgehen, also wirklich mit dieser Frage, wie messe ich den Erfolg meiner Maßnahmen, die ich setze. Und es hat sich gezeigt, dass in allen LEADER-Regionen diese 8 raumwirksamen Trends, die ich untersucht habe, thematisiert wurden in den Strategien, in unterschiedlicher Tiefe, wie man hier sieht an den Balken. Die 2 größten Trends, die genannt wurden, waren der demografische Wandel und auch der verschärfte Standortwettbewerb. Also es waren eindeutig zahlenmäßig die höchsten Trends. Und die Unterschiede, was man da sieht in den verschiedenen Regionen, haben sie begründet auf regionalen Spezifika. Also dass zum Beispiel begründet wurde, dass der Klimawandel in der Vorperiode und auch in anderen Förderschienen thematisiert wird und deswegen in der aktuellen Periode etwas hinten nachgestellt wurde oder auch, dass soziale Themen in anderen Förderschienen besser aufgehoben sind und deswegen im Rahmen von LEADER jetzt nicht so in dem Ausmaß eben thematisiert werden. Die Strategien sind nach 3 großen Themenfeldern gegliedert und diese Aktionsfelder, also das ist eine Vorgabe vom Ministerium, und es hat sich gezeigt, dass sowohl der finanzielle als auch der thematische Schwerpunkt in allen diesen Regionen auf dem ersten Aktionsfeld, das ist die Wertschöpfung, also der Schwerpunkt auf diesem Aktionsfeld liegt. Und die Projekte, die dann umgesetzt werden sollen, sind meistens kleine Maßnahmen, Einzelprojekte. Sie sollen aber trotzdem nicht einzelne Betriebe fokussieren, sondern über die Gemeindengrenzen hinausgehen und auch regionsübergreifende Kooperationsprojekte sein. Und es sind vor allem investive Maßnahmen oder Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung oder auch zur Förderung von Kommunikation. Beispiele zum Beispiel, dass man regionale Produkte vor den Vorhang hebt und unter einer gemeinsamen Dachmarke zum Beispiel anpreist
oder dass man, um den Tourismus zu stärken, Themenwege oder Erlebniswelten schafft, um den Tourismus zu stärken. Wie gesagt, diese Projekte müssen dann, der Erfolg dieser Projekte muss gemessen werden, schaut jetzt ein bisschen wild aus, aber es muss in jeder Leader-Strategie eine Matrix eben angewendet werden. In dieser Matrix werden Indikatoren festgelegt, anhand derer eben der Erfolg gemessen werden soll. Es müssen wirklich Basiswerte und auch Sollwerte genannt werden, die erreicht werden müssen oder ja, die erreicht werden sollten. Und in den Interviews hat sich gezeigt, dass da eine große Unsicherheit mit diesem Instrument verbunden ist. Also die Leader Manager sind noch sehr, ja, sie wissen nicht, ob das das richtige Instrument ist. Prinzipiell ist die Wirkungsorientierung, also dass man sich überlegt, was man erreichen will, schon gut und sie befürworten das auch, aber es ist ein sehr großer bürokratischer Aufwand und man weiß noch nicht richtig, in welche Richtung das mal gehen wird. Ja, ich habe dann die Ergebnisse aus allen meinen Erhebungen zusammengeführt und es hat sich auch gezeigt, dass diese Vorgabe, die es gegeben hat, sich thematisch auch zu fokussieren, was durchaus Sinn macht, nicht von allen LEADER-Regionen umgesetzt wurde. Also es ist teilweise thematisch sehr breit aufgestellt, diese Strategien. Und prinzipiell leistet LEADER einen Beitrag zur Abmilderung dieser negativen Konsequenzen der raumwirksamen Trends. Aber es gibt trotzdem einen Bedarf, vor allem dieses Instrument der Wirkungsorientierung nochmal zu überdenken und auch die Definition von Erfolg nochmal zu überdenken. Und es wäre auch interessant, nämlich zur Zeit, wo ich die Erhebungen gemacht habe, waren die Projekte noch nicht in Umsetzung. Das heißt, es wäre jetzt interessant, nach Ende der Periode wirklich nochmal die Projekte zu analysieren und zu schauen, in welche Richtung waren die Projekte dann wirklich ausgelegt. Und auch ein Gesamtüberblick über Österreich wäre natürlich hilfreich, um da noch mehr Aussagen zu treffen. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, gerne. Vielen Dank.